Leckerli, kleck, kleck und gleich wieder aufstehen. Weiter, weiter, weiter. Detailarbeit abgeschlossen. Und nun, oh ja, stimmt. Ich muss jetzt jede Aufnahme, jeden Tag, wenn ich dieses wunderbare Spiel spiele, ich muss eine ganz spezifische Mission spielen. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch. Randa. Ja. 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 Wir haben's. Looks like we made it. Doppelseitiger Entstrahlethron. Ich glaube, das ist was sehr Uniques. Wir haben etwas Großes geschaffen. Etwas, was uns ewig in Erinnerung bleiben wird. Auch wenn hier eine Lücke ist. Aber wir... Naja, wir kommen damit zurecht. Wir werden auch hier angestrahlt noch. Ne? Den Bär kriegen wir jetzt nicht zufällig da wieder hin. Wow. Wirklich cool. Aber ist noch so nackig, ne? Da müssen ein paar Details rein. Wie hier. Wir brauchen... Irgendwie brauchen wir da noch ein Tischchen für den Crew. Weil man sitzt ja auch ein bisschen da rum. Bis man entstrahlt, da kann man ruhig mal ein bisschen was trinken. Ein bisschen was für die Hydrierung tun. Ein Bierchen, na du, kleiner Bär, du. Dich kriegen wir, das ist jetzt vergebene Lebensmühe, ne? Ich trenne mich so ungern hier von Sachen aus dem Keller. Ja, schwebender Bär oder was? Was geht los? Nein, hier irgendwo, vielleicht ohne die Lampe. Ist nur eine Testlampe. Du kommst gleich wieder zurück. Hier, na, nein, nein. Ah, ist aber auch eine Frickelei hier manchmal. Ich hab einen freier Kameramodus. Nee, das ist dann noch, ja, so ist natürlich viel besser. Ein Glück haben sie das implementiert. Auch haben wir die ganze Zeit gewartet. Ist kein Millimeter. Wo der Bär nicht schwebt. Ich kann ihn nicht hier einfach in der Luft schweben lassen. Das geht nicht. Das können wir nicht tun. Ich finde es auch gerade lustig, aber nein, machen wir nicht. Das tut mir leid, Bär. Wir werden nicht irgendwann... Warte mal, Kopf ist okay. Bär, du... ich weiß. Es ist die Beta-Unterkunft, aber du bist zumindest dann noch am Start, okay? Da hinten beim Fight Club. Ich glaube, da gehörst du sowieso viel eher hin, ne? Also wenn hier gekämpft wird, dann nur auf den Bären, alles klar. Also erste, zweite, dritte Regel kennt ihr. Aber die vierte Regel ist, es wird auf den Bären gekämpft, ne? So, ja. Guck mal, du stehst jetzt im Mittelpunkt des Fight Clubs. Hier in unserer Beta-Unterkunft. Aber Beta ist irgendwo auch das neue Alpha, ne? So, und dann in den hier muss ich rein, ne? Ach ja, stimmt, der andere Bär. Und hier ploppte schon wieder die Strahlenschlägerei auf. Denn die hatte ich heute schon in der Aufnahme. Und so, also so lange nehme ich jetzt auch noch nicht auf. Ich muss mit den Bären interagieren, tatsächlich. Ihr habt so recht. Aber dafür muss ich vorher auch... Ah, deswegen können wir auch teilweise die Krüge an einer Bastelwerkbank herstellen. Damit wir die dann hier... per Hand hinstellen können. Okay, bevor ich es vergesse, ratzifatzi. Und danach Detailarbeiten am doppelseitigen Entstrahlethron. Ja, genau, Bierkrüge. Bierkrüge wollten wir herstellen, habe ich jetzt aber schon gemacht, weil das ist jetzt der zweite Anlauf für die heutige Aufnahme. PS, neue Aufnahme, neues Glück. Heute war es der Ton, mal zur Abwechslung. Aber das hatte ich schon mal irgendwie. Aus ganz mysteriösen Gründen hat sich der Pegel von meinem Mikrofon ein bisschen leiser gestellt und deswegen hat man mich da ein gutes Stückchen weniger gegen das Spiel gehört. Aber wir können demnach gleich wieder runtergehen, ne? Ich habe eine schöne Auswahl an Bierkrügen hergestellt, die wir jetzt den Bären aufs Tablett drücken wollen. Oh, hier sind wir gleich wieder, ne? Aber ich muss vorher auf die Aufnahme-Pause-Taste drücken, weil das... würde ich uns ganz gerne im Let's Play ersparen. Kann ich ja immer noch drücken. Plock und schon steht hier alles voll und das Lied hat sich gewechselt. Hat ein bisschen länger gedauert. Bierkrüge, Bärchen, Mensch, mein Freund Bär, na, wie geht's dir? So, wie viel können wir denn? Drei können wir nur abstellen. Ich habe viel zu viel hergestellt. Aber der Bierkrug von Dread Island muss auf jeden Fall rauf, Mann. Der sieht so gut aus und der bewegt sich ja auch, ne? Und dann der Delfin, ne? Ja, der Delfin. Ich vermisse ihn so sehr an unserer Powerrüstung. Aber der dicke Helm ist einfach viel, viel lustiger. Und dann, naja, was Buntes, ne? Die wiegen ein Glück auch nicht so viel. Wie gut. Funktioniert die Wasseranimation? Ja.
Ach, das ist ja herrlich. Jetzt ergibt der Bär endlich einen Sinn. Ist ein Bär wirklich so viel größer als ein Gorilla? Fragen über Fragen über Fragen. Meine Güte, ist das hier gemütlich. Oh, das sind fluoreszierende Pilze. Hier, die leuchten ja richtig. Kann man dafür Glow-Mods oder so installieren? Das wäre toll. Und der Entstrahletron, meine Güte. Haben wir da lange geackert? Aber hey, wo ist denn die Lampe hin? Der Spot unten. Das ist jetzt aber echt kurios. Also ich könnte schwören, den habe ich nicht weggeräumt. Oder vielleicht habe ich es doch sogar während der Aufnahme. Aber... Ah, da ist er. Entschuldigung. Wow, ich habe mir richtig Sorgen gemacht, weil das sieht so dunkel da aus. Aber weiter. Die Liste ist lang an Dingen, die ich noch erledigen möchte. Zum Anfang der nächsten Season. Detailarbeit für den Entstrahlethron. Der ganz kleine, das sieht aus wie so ein Kinderhochstuhl. Jetzt auch mit dem lustigen Wanted-Poster. Ein paar Kleinigkeiten. Ein bisschen Bodendekor gehört dahin. Aber dann geht's auch wieder nach oben. Wie wäre es mit... Nein, das nicht. Das auch nicht. Und das sowieso nicht. Lametta? Von der anderen Seite? Ja. Das geht in Ordnung. Aber nur von der einen Seite, ne? Weil die anderen sind sowieso doof. Zum Füße abtreten, bevor man sich raufsetzt, ist gar keine schlechte Idee. Aber die graue Matte, ne? Nicht die Angeber-Voltec-Matte. Die möchte ich nicht. Geschenke. Wie gesagt, ist ja auch irgendwo ein Hochsitz. Falls Familienbesuch da ist mit den Kleinen. Ja, Ballons. Einen. Das wird schon wieder so komisch. Da war gerade grün. Nein. Das ist Mad Max Kids Version. Das geht voll in Ordnung für mich. Oh, die gibt es ja noch viel mehr. Stadtbewohneraufsteller. Hier. Noch ein Mädchen, ne? Neben dem Sitz. Und. Hier, so ein Cowboy, so ein Goofboy. Meine Oma hat immer Goofboy gesagt. Die kannten kein Englisch. Aber die konnte 1A Russisch. So, nein. Ballons natürlich. Ja, so ist gut. Aber nicht zu sehr auf der Kante. Das ist in Ordnung. Wir setzen uns gleich auch nochmal rauf. Keine Panik. Ich bin genauso gespannt wie ihr, wie das dann im Sitzen aussieht. Flashy. Aber wo Flashy ist, da muss auch Corky, genau. Auf der anderen Seite. Zack. Zu viel Toaster. Naja. Aber nur den schwarzen und nur einen, okay? Falls man da oben Hunger bekommt, ein leckeres Toast hier reingehauen. Aber mit extra Käse, ne? So ein bisschen Streukäse. Das saut den ganzen Toaster ein. Das verklebt da alles, ne? Aber der Toast wird einfach viel leckerer dann dadurch. Oder Mottenmann-Eier einfach auf den Toaster raufhauen. Finde ich auch in Ordnung. So. Glorreich. Ich hätte noch ganz gerne einen ganz kleinen Stamm hier. Noch viel, viel kleiner. Aber das geht nicht. Das ist einfach nicht möglich. Hier, du kommst noch da oben drauf. Das i-Tüpfelchen auf dem Geschenk hier. Ja. Oh, ist das schön, dass wir hier so viele Baumöglichkeiten haben. Das Budget ist wirklich für diesen kleinen Raum optimal. Ist das auch das gleiche Budget für die größeren Unterkünfte? Weil das wäre natürlich schon wieder so ein Ding, ne? Das würde mich so ein bisschen demotivieren, irgendwann auch mal die anderen Dingens voll zu hauen, die wir jetzt schon haben. Aber gut, jetzt sind wir hier aber auch wirklich durch. Ein Meisterwerk. Amazing. Simply amazing. Wollen wir ganz kurz in Strahle-Loadout. Nochmal bitte. Funktioniert er noch? Aber jetzt ist die Kamera glitchy, aber das machen wir sowieso. Wenn wir uns entdampfen hier, dann mache ich das hier dann immer Schnitt. Und dann mache ich für ganz gerne auch den Kameramodus. So gut, ey.
Lecke die Kleck-Kleck und gleich wieder aufstehen. Weiter, weiter, weiter. Detailarbeit abgeschlossen. Und nun, oh ja, stimmt. Ich muss jetzt jede Aufnahme, jeden Tag, wenn ich dieses wunderbare Spiel spiele, ich muss eine ganz spezifische Mission spielen. Aber die will ich blutig spielen, denn wir müssen gut austeilen können. Eine Mission, die wir provozieren können, damit wir ein ganz bestimmtes Kleidungsstück bekommen. Es gibt auch einen spezifischen Händler, welcher dieses Kleidungsstück hat, aber... Plock, reicht das jetzt? Ne, den Rest mache ich mit Essen, das ist mir zu waghalsig. Gibt es auch. Wenn ich ihn sehe, dann quatsche ich ihn an. Aber es gibt auch dieses eine Event, wo man das provozieren kann. Das war J für Journal, ne? Täglich. Und dann bitte einmal die Königin der Jagd. Das können wir ja täglich machen. Und das ist mir sehr wichtig, denn da gibt es, wenn man... Also es gibt eine gewisse Drop-Chance für ein Kleidungsstück, was ich noch unbedingt haben möchte. Unbedingt. Gamma, nach oben müssen wir. Und hier ist alles voll. Schon wieder. Nein, ich möchte... Nein, 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 nicht Thunder Mountain, nur Gamma. Gamma ist in die Richtung. Da drüben ist Gamma. Und auf dem Weg dorthin genießen wir den Schnee. Und den Enchanted Forest. Ist der überhaupt aktiv, der Enchanted Forest? Ich glaube nicht. Es müsste bunter sein. Aber Schnee liegt, da bin ich mir sicher. Wir hören auch auf dem Boden. Wenn der Schnee tief genug ist, hören wir auch das Stapfen durch den Schnee. Ich weiß nicht. Ist das jetzt aktiv? Ist das jetzt der Enchanted Forest? Oder sind das einfach die falschen Bäume? Das ist gut möglich. Aber egal, volle Konzentration. Wir untersuchen Standort Gamma. Und müssen dort Tiere erledigen. Was? Was ist das denn hier bitte? Ein umgekippter Trailer. Schon wieder Strahlenschlägerei. Naja, wenn wir sie jetzt nochmal spielen, dann können wir Nukemat auf Vorrat einlagern für die Ballistic Box der kompletten nächsten Season. Wir sollten die Strahlenschlägerei schon nicht sausen lassen. Aber diesmal kann jemand anderes die Erze holen. Und genau das ist die Einstellung, warum das keiner macht. Nein, wir holen wieder die Erze rein. Sowas von, aber vorher mache ich noch einen anderen Standort hier fertig. Und dann möchte ich auch noch was ganz Spezifisches rollen. Vielleicht haben wir ja heute Glück. Vielleicht haben wir heute wirklich Rollglück. Aber das werden wir dann sehen. Ist das schon das nächste Zielobjekt? Nein. Es ist ein normaler, düsterer Bär. Wir müssen da lang. Und hier lang. Ja. Ich wollte eigentlich springen, aber dann lieber doch nicht. Das ist der nächste Bär. Alles voll mit Bären. Nichts geht über Bärenmarke, Bärenmarke, Qualität, du Dieb, du. War das vielleicht auch missionsrelevant? Ja. Warte mal, stopp, sind hier die Einstellungen in Ordnung? Anzeige. Ja, ich spiele mit Tiefenschärfe, mag ich am Horizont. Aber nicht volle Pulle, ne? Ist okay, ist in Ordnung. Ich dachte gerade irgendwie, irgendwas wäre hier minimiert, ne? Aber ich irre mich da, glaube ich. Ich glaube, dass es die Mod hier einfach nicht aktiv ist, aber ich kann das gerade nicht mit Genauigkeit sagen, oder? Ist das schon das Leuchten hier? Ist auch gut möglich, dass ich die eine Mod ein bisschen früher laden muss, wegen der Schneemod. Ich habe das ja in letzter Zeit öfters mal umgestellt und deswegen könnte sein, dass wir da so vom Modbild her so ein bisschen durcheinander gekommen sind. Gut, ist okay. Wir wollen zur Strahlenschlägerei. Sind schon Menschen da? Wie viele? Einer? Bei der Strahlenschlägerei? Oh nein! Hätte ich da drüben auch was einsammeln müssen? Okay. Ach nee, wir müssen nur von einem was einsammeln. Alles klar. Ja, Strahlenschlägerei zu zweit geht auch natürlich. Aber irgendwie würde doch was fehlen. Deswegen überspringen wir jetzt einfach mal diese Strahlenschlägerei. Die nächste kommt bestimmt, wo ein paar Leute mehr mitmachen. Ist alles möglich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das schief geht, ist schon um einiges höher.
Zack, reicht das? Na, kriege ich jetzt meinen Jägermantel. Endlich mal. Ansonsten müssen wir auf den Responder-Bot warten. Ja, der kam auch schon mal bei mir am Camp vorbei. Okay. Des Ghoul-Töters Gitarrenschwert. Gut. Aber kein Mantel, ne? Müssen wir regelmäßig spielen. Und so eine andere Sache, die ich auch regelmäßig spielen möchte, ist der Tunnel hier. Auf jeden Fall, weil, ganz einfach, und zwar, nur dort droppt der Blue Ridge Caravan Rucksack. Und ihr wisst ganz genau, wie gern ich Rucksäcke hier in diesem Spiel habe. Und meine Partnerin, die Asgard86, der ein oder andere kennt sie vielleicht aus unseren No-Commentary-Aufnahmen, also Co-op-No-Commentary-Aufnahmen, ist lange her, ich weiß, aber sie spielt gerade Diablo 4. Und davor hat sie Dead Island gespielt gehabt, hat sie auch durchgespielt. Habe ich noch vor mir, hatte gestern eine schöne Aufnahme, das erste Mal in 4K. Die üblichen Problemchen, aber ich höre ja schon auf. Auch jetzt hier gerade eben die ersten 10 Minuten, da hatte ich wieder eine Einstellung nicht richtig drin gehabt. Aber okay. Ich möchte es nicht zu breit treten. Vinny, ganz schnell einmal durch den Tunnel bitte. Ich brauche den Rucksack. Ich brauche ihn einfach. Event starten bitte. Das könnte ja einer mitmachen, ne? Wenn er möchte, hier. Zack, jetzt sind wir ein Dreier-Team. Einmal ganz kurz durchgehuscht. Und dann möchte ich noch was rollen. Eine Waffe, für die ich einen Schalldämpfer bekommen habe. Und ihr habt mir gesagt, der Bauplan für den Schalldämpfer dieser ganz besonderen Waffe ist was, naja, ist was ganz Besonderes. Den kriegt man jetzt nicht so super häufig. Hallo Kieran, wir können direkt loslegen, wenn wir wollen. Schicker Schnurrbart. Er erinnert mich so ein bisschen an Josh Brolin in ein paar Jahren. Ja doch, so eine Serie hat er vor kurzem gemacht gehabt. Ich glaube, die heißt Outer Range mit so einem Loch im Boden. Mehr sag ich nicht. Sehr schöne Mystery-Serie. Aber ich werde auch nicht verraten, worum sich das Mysterium dreht. Weil das wäre schon zu viel des Guten. Aber es gibt ein Loch im Boden. Einfach so in der Pampa. Wir also wollen. Es geht los. Die Brahmins. Ja, ich weiß. Ist nicht zwingend notwendig. Die blauen Kisten zu finden erhöht nicht die Drop-Chance, den Rucksack zu bekommen. Aber ich brauche diesen Rucksack. Er ist verdammt nochmal so wunderschön blau. Vorsichtig, wenn ich jetzt hier wegsterbe, dann ist alles zu spät. Dann muss ich das Spiel deinstallieren. Das wäre zu viel des Guten. Das würde ich nicht aushalten. Na, komm raus. Du Ratte. Du, war dich so ein bisschen weiß am Kopf. Kann das sein, weil das eine Albino-Ratte war? Nee, Brutmutter. Das kann auch der Schnee gewesen sein. Da ist Kiste Nummer 1. Ne? Wir versuchen es trotzdem. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch ist, dass wir alle Kisten finden. Ich brauche diesen Rucksack unbedingt. Den kann man auch nicht kaufen, aber das finde ich auch schön. Dadurch bekommt er so eine seltene Wertigkeit. Da ist gerade schon die erste Mauer eingefetzt worden. Wo? Auf der anderen Seite, ne? Zack. Einmal steht hier alles voll mit Hunden. Kieran! Bin viel zu weit vorgelaufen. Vielleicht bin ich auch schon an einer Kiste vorbeigelaufen. Na? Also meiner Meinung nach sollte es echt viel mehr triggerbare öffentliche Events geben. Viel mehr. Für Daily Ops, naja. Da brauchen wir auch noch die Alien-Klamotten. Aber jetzt sind wir ja gerade hier beschäftigt. Vielleicht geht er nicht direkt rein. Wir brauchen noch die Alien-Rüstung. Und die gibt's nur bei erfolgreicher Abschließung. Tödliche Rüstungsdurchdringung. Und dann auch noch Gruppenheilung. Aber jetzt sind wir hier drin. Eins nach dem anderen. Das dauert vielleicht 5 bis 7 Minuten. Und dann sind wir hier schon durch. Links waren wir noch nicht drin. Ihr könnt... Oh Gott! Todd Grubenhauer sein. Und er war da. Kiste. Aber... keine Kiste hier. Da waren wir schon drin. Hier vielleicht noch? Nein. Nein. Also, hat wohl nicht funktioniert, oder?
hat es nicht. Ja, Mensch. Du kommst auch nicht raus aus deiner Haut, Kieran. Du bist nun mal der Typ, der die Leute durch den Tunnel bringt. Und naja, der Killer, der hier die üblen Leute hier dem Tunnel erledigt. Das machst du sehr gut. Schuster, bleib bei deinen Leisten.